Hey Leute, Shindoro wieder hier. Ich habe bei mir ein kleines Problem mit meinem Blinker. Dieser schwitzt nämlich. Ja, man kann nämlich sehr gut erkennen, dass da ständig Wasser reinkommt. Deswegen dachte ich, gut, ich bestelle mir jetzt einfach andere. Und zwar welche mit dynamischer Blinkerfunktion, die halt dann auch schöner ausschauen. Und wenn ihr sowas auch haben wollt, dann folgt einfach meinem Tutorial. Als erstes nehmt ihr euch das Tool zur Hand, das in der Packung beiliegt. Ich empfehle euch aber noch einen zweiten, stärkeren mitzunehmen. Fangt erstmal mit dem beigelegten Tool an, um überhaupt erst unter die Spiegelkappe zu kommen und führt diesen ein wenig hinein, um Platz für den größeren zu schaffen. Führt dann das größere Tool an der unteren Kante entlang und versucht dabei, die einzelnen Clips herauszudrücken. Legt das Tool im Anschluss an der äußeren Ecke an und versucht die Spiegelkappe etwas herauszuziehen, sodass ihr sie dann einfach von Hand entfernen könnt. Dann löst ihr die drei Schrauben, die direkt zu sehen sind, welche sich links neben dem Blinker, links am und über dem Blinker befinden. Als nächstes wagen wir einen Blick unter den Spiegel, wo wir einen Aufkleber mit der Aufschrift RC sehen und lösen diesen so weit, bis wir eine Schraube sehen, welche wir dann ebenfalls lösen. Dann könnt ihr die untere Verkleidung mit etwas größerer Kraft ein wenig herausziehen und etwas zur Seite schieben, sodass man dann im Spalt eine weitere Schraube entdeckt, welche sich unterhalb des Blinkers befindet und diese ebenfalls herausschraubt, sodass wir am Ende 5 lose Schrauben haben. Dann können wir den Blinker bereits einfach anheben und müssen nur noch den Stecker entfernen. Dazu nehmt ihr einfach einen kleinen Schraubenzieher, mit dem ihr den Stecker etwas heraushebelt, sodass er sich dann ganz einfach löst. Der neue Blinker wird dann wie der originale angesteckt und mit denselben 3 Schrauben wieder festgezogen. Schiebt euch dann die untere Verkleidung wieder zurecht und schraubt diese wieder fest und vergesst dabei die untere Schraube nicht. Dann könnt ihr die Spiegelabdeckung wieder anbringen, indem ihr sie einfach wieder festklipsen lässt und prüft dann mit etwas größerem Druck, ob auch wirklich alle Clips sitzen. Das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen, es schaut viel besser aus als das Original. Wenn euch das Video gefallen hat und es euch geholfen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen in nördlicher Richtung freuen. Abonniert gerne diesen Channel und ansonsten sage ich, das war's von mir. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal.